Natürlich sehen wir auch Reformbedarf, den haben wir übrigens auch schon häufig angemeldet. Wir haben ja seit Anfang des Jahrtausends von 6 Ministern, die für Arbeitsmarkt zuständig waren, waren 5 Sozialdemokraten. Also insofern geht das, was Herr Schulz jetzt sagt, sicherlich auch sehr an die eigene Adresse. Ich finde es nicht richtig, jetzt einfach nur an bestimmte Klientels zu denken, sondern zu fragen, was muss man grundsätzlich ändern und wer sind eigentlich die Leidtragenden? Die Leidtragenden sind beispielsweise diejenigen, die in kleinen Teilzeitjobs sind, sind die Leute, die in Start-ups arbeiten, die überhaupt nicht in den Genuss kommen, jemals Arbeitslosengeld 1 zu bekommen. Und beim Arbeitslosengeld 2, was ja jetzt verlängert werden soll, da sage ich Vorsicht und Obacht. Weil erstens sind immer weiter gekürzt worden die Fördermittel für Langzeitarbeitslose. Ich will die Menschen nicht dauerhaft draußen halten und deswegen länger finanziell ausstatten. Viel sinnvoller wäre es, dafür zu sorgen, dass die in ihren Wohnungen bleiben können, dass die Vermögensanrechnung weiter nach oben geht, damit Sicherheit für die Menschen da ist. Und ich will auch nicht, dass wir in eine Situation kommen, wo Ältere schon wissen, wir sind sowieso an den Rand gestellt. Erstens bleibt bei diesen Themen genügend Platz für Bündnis 90 Die Grünen, weil eine Partei, die in 11 Ländern regiert, wird sich um Sicherheitsfragen, wird sich um Gerechtigkeitsfragen von der Armut bis hin zu den Teilzeitbeschäftigten kümmern. Aber zweitens, die Existenzfrage, um die es jetzt gerade geht in dieser Zeit, das ist die ökologische Frage aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel unmittelbar spürt und die letzte, die es noch ändern kann. Wir sind die Generation, die erlebt, wir brauchen eine Transformation der Wirtschaft. Eine echte ökologische Modernisierung. Denken wir an die Automobilindustrie. Das Elektroauto steht bevor, aber wir sind noch längst nicht da, dass das auch funktioniert und dass wir als Deutsche die Vorreiter sind und nicht hier plötzlich irgendwie Detroit werden, weil wir diese Entwicklung verschlafen haben. Da gibt es eine ganze Reihe anderer Beispiele, aber es geht auch um die weltweiten Fluchtbewegungen. Menschen fliehen von zu Hause, weil der Klimawandel ihre Lebensgrundlagen zerstört, weil Verwüstungen, weil Überschwemmungen stattgefunden haben. Weil unser Konsum dazu beiträgt, dass sie sich selber nicht mehr ernähren können, weil da jetzt Soja angebaut wird, damit wir billiges Fleisch beim Discounter kaufen. Also insofern, die Klimafrage ist eine Existenzfrage und deswegen werden wir das thematisieren. Es wäre auch komisch, wenn das ausgerechnet die Grünen nicht täten.